Und im Laufe der Zeit, gerade in den letzten 10, 15 Jahren, habe ich immer mehr Rückenprobleme bekommen. Und ich habe zwischen dem zweiten und dritten Halswirbel habe ich keine Bandscheibe seit der Geburt. Das ist ein sogenannter Blockwirbel. Das bedeutet, dass also zu mehr und mehr Druck auf den Rest der Wirbelsäule nach unten wirkt. Und ich hatte dementsprechend, dadurch resultierend, hatte ich bisher zwei Bandscheibenoperationen gehabt. Gott sei Dank hatte ich bisher Chirurgen gehabt, die das machen konnten, die das richten konnten. Es waren nicht wenige auf der Welt, die das überhaupt machen konnten, weil ansonsten würde ich überhaupt nicht hier sein, würde wahrscheinlich irgendwo dann hinvegetieren, weil es waren wirklich schwere, im Detail möchte ich es gar nicht ausarten, aber es war eine schwierige Operation. Und ich denke mal, dass das der eine Grund ist, warum ich immer mehr, ich sag mal, nach außen tendiere, dass der Stoß halt nach außen ist. Ist es entlastender oder so und schulmäßig wäre vielleicht schmerzvoller oder was? Also es ist nicht schmerzvoller, wenn ich gerade stehen würde, aber aufgrund dieser ganzen Geschichte, dass ich halt im Laufe der Jahre das immer mehr nach außen hin praktiziert habe, bin ich nicht mehr momentan zumindest aufgrund meines Trainings oder mangelndes Trainings, weil ich nicht so viel trainiere, nicht in der Lage, den Stoß gerade zu machen. Ich könnte ihn theoretisch auch schmerzfrei gerade machen, aber ich würde mich dabei nicht wohlfühlen. Ich fühle mich auch mit dem seitlichen Stoß nicht so wohl, ganz ehrlich gesagt, aber immer noch wohler, als wenn ich den Stoß gerade machen würde. Weil wenn ich ihn gerade machen würde, dann würde ich mich so fühlen, als wenn ich überhaupt keine Kontrolle. Weil es halt fremd ist und du das nicht wirklich trainieren konntest. Und also umso mehr Respekt, was du da auf die Beine stellst, weil es ist wirklich unglaublich. Und mir gefällt es übrigens selber persönlich viel besser so, denn das gibt dir noch einen mehr persönlicheren Stil, wie du ohnehin schon hast als The Machine. Und danke. Ich möchte es nicht so haben. Also ich wäre froh und ich habe auch immer wieder, wenn ich aufgrund dieser, ich sage jetzt mal Belastung, Spiele verliere, weil ich halt den Stoß halt nicht finde, den ich gern haben möchte, dann sage ich mir immer wieder, okay, du stellst dich jetzt hin, trainierst stundenlang, damit der Stoß wieder gerade wird, aber es ist einfach nicht die Zeit dafür da. Ich habe meinen Job, ich habe mein Geschäft und so weiter. Ich würde es so gerne, ich würde mir nichts Lieberes wünschen, als das wieder gerade zu biegen, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer und es ist eine Tortur. Ich könnte mich zwar gerade hinstellen, es würde gut aussehen, aber ich würde keinen Ball treffen. Und dann lieber so, dass ich weniger Bälle treffe, aber immer noch ein bisschen mehr Gefühl im Stoß habe als gar nichts. Also ich weiß, dass ich wesentlich mehr machen könnte, wenn ich die Zeit dafür hätte, auch diesbezüglich halt zu trainieren oder das gerader zu machen, zumindest gerader. Es muss nicht hundertprozentig gerade sein, aber schulmäßig ist es auf gar keinen Fall. Aber naja, ich versuche das Beste draus zu machen. Herzlichen Dank für diese erschöpfende Auskunft und viel Glück und ein Riesenkompliment weiterhin. Danke.